Ja, liebe Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir heute unseren Gast im Reset-Dialog, Anita Frauwallner, eine Unternehmerin, wie sie im Buch steht, Gründerin und Eigentümer vom Institut Allergosan, einem Unternehmen, das in Zeiten wie diesen nicht wegzudenken ist. Wir beschäftigen uns mit einem wahnsinnig wichtigen Thema, mit dem Immunsystem, und zwar heute aus zwei Blickrichtungen. Aus dem Blickwinkel des menschlichen Immunsystems, aber auch aus dem Blickwinkel, was können Unternehmen tun, dass sie ihr Immunsystem stärken? Weil genau jetzt wird sowohl der Mensch durch diese Virusgeschichte in seinem Immunsystem massiv geprüft, aber auch die Wirtschaft wird geprüft. Und daher freut es mich ganz besonders, liebe Anita, dass du heute hier mit dabei bist. Und dass wir das diskutieren. Ja, aber Lorenz, es ist für mich ein Vergnügen, weil diese Idee allein, kann man das Immunsystem eines Menschen tatsächlich in irgendeiner Form vergleichen mit dem Immunsystem eines Unternehmens oder möglicherweise des ganzen Staates. Das hat mich eigentlich fasziniert und da will ich meine eigenen Gedanken auch ganz gerne freilassen und mal schauen, was kommt heraus. Gerne. Wir dürfen ja viel von der Biologie lernen. Ja, und immer dann, wenn jemand aus der Wirtschaft da genau hingeschaut hat, ist nichts Dummes dabei herausgekommen, sagen wir es mal so. Und wir haben in den letzten 5 Jahren da auch noch intensiver reingeschaut, und haben was festgestellt. Und darum freut es mich, dass wir das heute diskutieren können. Sehr, sehr gerne. Steigen wir vielleicht mal ein bei deinem Spezialgebiet, dem menschlichen Immunsystem, und dass du kurz sagst, was hat dich dazu gebracht, dieses Feld so zu beforschen, und was ist heute die Erkenntnis nach den Jahren, wo ihr tätig seid, eure Erfolge? Ich verfolge es mit Freude, genieße wirklich, nicht konsumiere, sondern genieße eure Produkte, und weiß daher auch, wie sie funktionieren. Ihr seid ja bis in den Spitzensport unterwegs mit Omnibiotik. Und das ist eine, also für mich, fantastische Leistung. Aber vielleicht. Also ich kann es gerne mit wenigen Sätzen erklären, wie kommt man dazu, sowas zu tun. Schlicht und einfach, ich war von Kindheit an immer krank. Ja, ich hatte meine ganze Schulzeit hindurch, hat es immer geheißen, die Anita hat die meisten Fehlstunden, bist du so viel zu Hause. Ja? Und ich war aber wirklich krank. Und das hat sich leider auch fortgesetzt. Und ich kann mich erinnern, als ich meinen Sohn bekam, der hat mich also nie gesehen, sondern ich hatte eine Windel ums Gesicht. Weil wenn ich mich nach vorgebeugt habe, dann tropfte mir der sprichwörtliche Rotz aus der Nase. Und natürlich beschäftigt man sich damit, aber alles das, was man mir so gesagt hat, hat irgendwo bei mir nicht gegriffen. Und dann kam dieser Wunsch und der startete natürlich ganz intensiv, als ich gesehen habe, wie mein Sohn herangewachsen ist. Ich möchte etwas finden, um tatsächlich das Immunsystem von zum Beispiel Kindern wirklich so zu stärken, dass die gesunde Erwachsene sein können. Und da habe ich eben nach längerem Suchen, zuerst habe ich es über die Dinge probiert, die jeder macht. Ja? Das heißt also Bewegung, gescheite Ernährung, dann vielleicht noch toppen mit Sachen wie Vitamin C oder so etwas. Und ich habe gesehen, dass das nicht diesen Erfolg hatte, den ich mir gewünscht habe. Und dann kam, ja, ich sage mal, mein Schicksal, die große Liebe zu den Bakterien. Als ich die das erste Mal gesehen habe, in einer Petrischale, und man mir damals, der Professor Rombatz das erklärt hat, war mir klar, das hat irgendwas mit mir zu tun. Und ich habe mich intensiv vor allem damit auseinandergesetzt, gar nicht so sehr, also siehst, dass man auch auf der Haut Bakterien hat oder so, ja, das ist nice, aber mich hat wirklich das fasziniert, als mir klar wurde, dass 80% sämtlicher Immunzellen im Darm versammelt sind. Und das hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass diese Billionen an Bakterien, die wir haben, direkten Zugriff haben auf diese Immunzellen. Das heißt, sie beeinflussen sie direkt. Also
persönlich, sie beeinflussen sie über ihre Stoffwechselprodukte. Und immer mehr kam dann oder wurde klar, dass zuerst hat man gedacht, die Bakterien beeinflussen nur das Immunsystem im Darm. Und dann hat man gesehen zum Beispiel, dass der Einfluss vom Immunsystem des Darms auch auf die Lunge geht. Also heute in Zeiten von Covid-19 wahnsinnig wichtig, diese Interaktion zwischen den Bakterien im Darm und der Lunge. Also die können zum Beispiel die natürlichen Killerzellen in der Lunge aktivieren. Ja? Also finde ich toll. Und vor allem toll, muss ich sagen, finde ich es deshalb, weil ich habe mich am Anfang eher mit der alternativen Medizin auseinandergesetzt. Und vor 4.000-5.000 Jahren wussten die Chinesen schon, dass es sozusagen diesen Darm-Lunge-Meridian, also Lunge-Dickdarm, ja, gibt. Und heute mit modernster Wissenschaft sehen wir, aha, woher sie es gewusst haben, weiß kein Mensch. Ja? Aber wir sehen ähnliche Mechanismen. Und wir sehen eben tatsächlich diesen enormen Einfluss. Und vielleicht, wenn ich da gleich einen Satz weitermachen darf, das hat mich schon auch in der Führung oder im Aufbau meines Unternehmens ganz wesentlich beeinflusst. Weil ich habe ja wirklich als Hobby damit begonnen und dann Zeit gehabt, mir zu überlegen, wie baue ich so ein Unternehmen auf und diese großen Zusammenhänge zu behalten. Ja? Nicht einfach zu glauben, ich drehe an einem Rad links und es ist im Unternehmen nur links zu spüren. Nein, das Rad links hat immer auch Einfluss auf das gesamte Unternehmen. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass ich natürlich zum Teil über Jahrzehnte Mitarbeiter behalten konnte. Und da kommt die Erfahrung dazu. Ja? Und ein Mitarbeiter mit Erfahrung, da komme ich jetzt wieder aufs Immunsystem zu sprechen, denn wir wissen zum Beispiel, dass wir Zellen tatsächlich im Darm haben, die können, jetzt zum Beispiel so ein Virus, einfach verschlucken. Ja, wäre ja fein, aber die machen damit nicht Ende, sondern die verschlucken diesen Virus im Darm, in der Lamina propria, dann bereiten die das auf und damit gehen sie in die erste Schicht, also ganz oben da, wo eigentlich die Schleimschicht ist, da wandern diese Zellen dann hinauf und präsentieren ihren Kollegen den Feind. Ja? Und damit kann tatsächlich, also wieder die oberste Schicht sozusagen erkennen, aha, auf den müssen wir gehen. Und wenn man sich das anschaut, dass sozusagen dieses in einem Kreis denken, das Kommunizieren miteinander, da kommen wir genau auf das, wo ich glaube, dass das Immunsystem eines Unternehmens wahnsinnig positiv beeinflusst, wenn die Kommunikation stimmt. Darum nennt man es ja auch ein System. Mhm. So wie der menschliche Organismus ein System ist, ist auch ein Unternehmen ein System mit Subsystemen. Ja. Und wenn im System etwas krank ist, dann muss man dort suchen, wo die Stelle ist, wo es krank ist, und dort ansetzen und nicht dort, wo es weh tut. Ja. Also das war zum Beispiel für mich immer, ich habe ja also viele Produkte entwickelt und mit vielen Forschern über diese Dinge gesprochen. Und lange Jahre ja selbst in meiner eigenen Apotheke gestanden. Und da sieht man diesen Punkt, dass sehr, sehr viele chemische Substanzen dort ansetzen, wo das Symptom ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Migräne hernehme, was bekommen die meisten Migränepatienten? Sie bekommen Schmerzmittel. Welcher Arzt fragt tatsächlich seinen Patienten, außer als ein naturheilkundlicher, ganzheitlich denkender Arzt, wo kommt das her? Ja? Wo ist der Grund, dass du eine Migräne hast? Ja? Ist das möglicherweise genetisch? Ganz marginaler Teil, ja? Sondern sehr, sehr viel häufiger. Und das sehen wir eben, geht es über diese Achse, die man heute als die Darm-Leber-Hirn-Achse bezeichnet, die so wirklich durch den ganzen Körper geht und die dann tatsächlich über die Entzündung im Gehirn die Migräne verursacht, ja, hat man bis vor 10 Jahren überhaupt nicht gewusst. Aber die Ursache müssen wir bekämpfen, nicht den Kopfschmerz. Das kann ich kurzfristig machen, weil es eine Erleichterung bringt, ja. Aber in Wahrheit, um den Organismus mit Lebensqualität und Gesundheit zu erfüllen,
muss ich heute an die Ursache gehen. Und ich glaube, das ist im Unternehmen dasselbe. Du musst erkennen, was ist tatsächlich für das Unternehmen essentiell, welche Dinge machen den Erfolg des Unternehmens aus. Also bei uns ist das ganz eindeutig zum Beispiel zu sagen, wir können erkennen, dass die hohe Qualität, eine Mitarbeiter haben mal gesagt, Qualität ist ein Teil der DNA von der Frau Magister Frau Wallner. Ja. Das kann man so natürlich auch sehen. Aber also ich bin da hoffnungslos, glaube ich, verloren. Aber trotzdem, diese Qualität hat uns zum Beispiel Last gebracht, das können sich die meisten überhaupt nicht vorstellen. Ich bin 2012 mit einer eigenen Firma dann nach Deutschland gegangen, weil ich gesehen habe, dass da Bedarf war. Und wenn man schaut, man kann natürlich wahnsinnig viel in Werbung investieren, aber ich hätte damals noch unter keinen Umständen das Geld gehabt, um Millionen in Fernsehwerbung zu stecken. Also, was haben wir gemacht? Wir haben unsere Qualität kommuniziert und gesagt, es ist spürbare Qualität. Ja? Du kannst innerhalb von 4 Wochen, wo du so ein Probiotikum anwendest, sehen, ob es hohe Qualität hat und nützt oder ob es eine niedrige Qualität hat oder ein Placebo ist. Und das Spannende war, wir haben es wirklich geschafft, innerhalb von nur 5 Jahren in Deutschland mit dieser Methode die Nummer 1 zu werden. Das heißt, an der Ursache anzusetzen, das ist diese hohe Qualität, ja, und dann tatsächlich eben die Erfolge auch zu bekommen. Danke für das Statement. Ich glaube, dass das ganz richtungsweisend ist in unserer Zeit. Ja. Wir sehen es in der Wirtschaft, Konsumenten sind am Weg und suchen nach Dingen, die ihr Leben verbessern. Mhm. Die Medizin wird eben oftmals auch kritisiert als Symptommedizin und nicht ursachenforschende Medizin. Mhm. Und das, was ihr macht, ist eine fantastische Brücke. Mhm. Ihr geht wissenschaftlich ran und sagt, so, pass auf, wir helfen dir, liebes Individuum, dass du das tun kannst mit unseren Produkten, dass dein Immunsystem stärkt und in Ordnung hält. Also ihr geht mit dem Produkt in die Prävention. Ja, ja. Ich glaube, dass das wesentlich ist. Ja. Ja? Ganz wesentlich. Jetzt, wenn ich von meiner Person ausgehe, aber ich glaube eben, dass das vielen Menschen so geht. Du möchtest ja als gesunder Mensch durchs Leben. Und ich sehe das wahnsinnig gut. Also meine Mutter wird heuer 98 Jahre alt. Ja? Really? Und ja, das ist eine ganz tolle Sache. Und da sehe ich auch, was ist für sie wichtig? Es ist für sie wichtig, Lebensqualität. Ja? Und deswegen liegt mir mehr daran, rechtzeitig darauf zu achten, diese Lebensqualität zu erhalten, als jedes Mal zu reparieren. Ja, also ich will nicht der Mechaniker sein mit dem Reparaturkoffer, der da vorne vorbeiläuft. Klar, machen wir sehr, sehr häufig auch, bleibt gar nichts anderes übrig. Aber für mich persönlich sehe ich es andersherum. Ja, ich sehe das, dass ich, ja ganz einfach, ich möchte tatsächlich mit 80 noch auf den Berg gehen und mit 90 vielleicht noch tauchen gehen. Also schauen wir uns an, ob ich es schaffe. Ich würde sagen, die Chancen mit Omnibiotik steigen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wenn wir jetzt da sozusagen an dieser Kante sind, Prävention oder Reparatur, was ist eure Erkenntnis, was man in der Prävention außer der Einnahme eurer Produkte tun kann? Weil wir wissen ja, meine Frau ist auch Ärztin, und da darf ich einiges lernen, dass es maßgeblich von ein paar Dingen abhängt und dass gerade jetzt in dieser Zeit, und du hast das ja in unserem Vorgespräch erwähnt, tragischerweise die meisten Toten in dieser Pandemie eben Menschen sind, die zu ihrem Körper nicht so nett waren. Und daher das Immunsystem schwach war und daher dieses Virus ansetzen konnte. Vielleicht... Lorenz, wenn ich da genau diesen Punkt sehe ich permanent und er tut mir wirklich weh, weil dass alte Menschen ja, schwach sind und dann, Gott sei Dank muss man sagen,
es halt dieser normale Mechanismus ist, dass man dann stirbt auch. Das ist alles okay. Aber was für mich dramatisch ist, ist das, wenn ich sehe, wie viele Menschen in ihren verhältnismäßig jungen Jahren zum Beispiel nicht auf diese Aspekte wie Ernährung, Bewegung, Stress, Resilienzaufbau eingehen. Und wenn ich das Thema Ernährung herausgreife, weil ja, das haben wir jeden Tag, jeder von uns, und dann sieht man sehr gut, dass viele Menschen nicht einmal dann stoppen mit dem Übermaß zum Beispiel an Zucker, wenn sie an Diabetes bereits erkrankt sind. Und das hat man also bei Covid-19 war es ganz dramatisch. Da waren vor allem die beiden Gruppen Diabetes, Adipositas, metabolisches Syndrom, also natürlich auch Herz-Kreislauf, aber spezifisch Übergewicht und Diabetes. Das waren die Hauptkriterien für einen letalen oder sehr schweren Verlauf. Und das, was mir aufgefallen ist, weil ich natürlich auch viel mit diesen Menschen zu tun habe, und ich nehme wirklich bewusst das Beispiel Diabetes. Die haben ihren Diabetes und essen trotzdem das weiter, worauf sie Lust haben. Sie nehmen am Anfang eine Tablette und der Zuckerspiegel passt wieder. Und wenn es dann nicht mehr geht, na, dann kriegen sie halt einen Insulinschuss. Ja? Das heißt, mit so einem kleinen Spritzer und du hast es auch wieder. Und dann allerdings sterben tatsächlich die ganzen Nervenzellen zum Beispiel in den Extremitäten ab. Dann kommen diese großen Wunden und ich kenne genügend Menschen, die diese nicht mehr heilenden Wunden haben. Und was passiert? Nachdem es nicht wehtut, wird es nicht beachtet. Ja, du gehst halt alle paar Tage vielleicht zum Verbinden. Aber und dann wundert man sich, wenn dann wirklich das totale Desaster kommt. Ja? Wenn dann so ein Virus kommt, den ein anderer wie ich halt vielleicht mit 2 Tagen leicht erhöhter Temperatur wegsteckt, ja? Und tatsächlich so jemand dann in diese immunologische Schieflage kommt. Und was wir dann hier sehen, und das ist dieses besonders Interessante des Virus, weil Covid-19 betrifft ja als erstes einmal den zum Beispiel Rachenbereich, ganz klarerweise, und dann weiter die Lunge, weil da trifft er normalerweise mal auf. Ja? Nur, das Immunsystem ist hier massiv beteiligt. Wir sehen, dass bei etwa der Hälfte der Patienten, die haben auch schwere Durchfälle. Ja? Das heißt, und dann weisen wir auch Covid-19 im Darm danach. Aber das Schlimme kommt jetzt hier, dass das Immunsystem wirklich entweder in die eine Form geht, dass es total WO gibt, ja, gibt auf, aber viel, viel dramatischer für die Menschen ist es, wenn es dann in diesen Zytokinsturm kommt, ja, und dann wirklich der Arzt daneben steht und nicht mehr weiß, wie er helfen kann. Und hier ist für mich in einem Unternehmen eine ganz ähnliche Sicht zu sehen, nämlich, dass man tatsächlich rechtzeitig auf die unterschiedlichen Bereiche schaut. Ja? Sozusagen, wie kann ich im Unternehmen rechtzeitig schauen, was könnte passieren? Ich sage immer, das Immunsystem eines Unternehmens zu stärken, bedeutet für mich auch Dinge vorher zu ahnen, die dann kommen könnten. Die Augen aufzumachen, was passiert links und rechts. Und da kommt es für mich ganz wesentlich, Teams zu bilden. Wir sehen bei den Bakterien etwas ganz Entscheidendes. Wenn die sich zu Teams zusammenfügen, dann haben sie eine etwa 3-mal so große Wirkung, als wenn sie nur allein kämpfen. Und ich sage das in der Wirtschaft ganz gleich. Such dir andere Unternehmer, die genauso diesen offenen Geist haben, die genauso wie du einfach vorwärts kommen wollen. Und diese Teams, ja, diese sich gegenseitig stützen mit Information, das ist es, was für den eigenen Körper, aber auch für das eigene Unternehmen der Garant für den Erfolg ist. Das ist ein ganz toller Punkt, danke für den, weil wir wissen aus zahlreichen Studien von teils renommiertesten Beratungsunternehmen oder auch Universitäten, wie wichtig die Teams sind,
Und wann ein Team erfolgreich ist, ja? Ja. Es ist dann erfolgreich, wenn das Team komplementär ist. Ja. Nicht gleich. Ja? Also Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten im Team machen ein Team stärker, als es die Einzelnen sind. Mhm. Und genau das haben wir jetzt auch festgestellt und darum nennen wir es auch das Immunsystem der Wirtschaft oder sprechen darüber, dass es nämlich genau darum geht, die Menschen in einem Unternehmen zusammenzubringen, dass sie zusammenwirken können, um das Ziel des Unternehmens zu erreichen oder das Versprechen, das das Unternehmen gibt, gegenüber dem Kunden zu erfüllen. Ja? Und das verstehen viele verkehrt, weil sie glauben, da müssen Gleichgesinnte sein. Nein. Nein. Wenn zwei derselben Meinung sind, ist einer zu viel. Ja? Was Neues entsteht dann, wenn divers diskutiert wird. Ja. Nicht gegeneinander, sondern schon, okay, du, ich habe da eine Idee und wie wäre das, wo etwas entsteht. Das ist das Entscheidende. Mhm. Und es ist eine hohe Kunst, diese Teams zu formen. Ja. Ja. Und im Team die Diskussion zuzulassen. Genau. Ich glaube, was ganz schlecht ist, wenn im Team einer diktiert die ganze Zeit. Ja? Ganz schlecht. Man hört das vor einem Team vielleicht, ja? Aber es kommt ja nichts Neues dazu. Und ich kann nur sagen, also das, was uns mittlerweile wirklich zu diesem international anerkannten Kompetenzzentrum gemacht hat, wo also tatsächlich, wenn ich heute an der Stanford University anrufe, habe ich meine Leute dort genauso wie am MIT in Boston oder an der Universität in Peking. Ja? Das heißt also, das ist dieser entscheidende Punkt, ist das, weil wir eine Innovation gebracht haben. Und ich glaube, Innovationen schaffst du immer dann, wenn verschiedene Ideen zusammenkommen. Ja? Genau. Weil nur so, dass man sagt, ja, jeder hat jeden Tag eine innovative Idee, na woher denn? Ja? Das ist dann doch eher, glaube ich, die Seltenheit. Aber Innovation kommt aus der Kreativität eines komplementären Teams. Ja? Ganz genau. Und es ist genau dasselbe. Also man sieht das wunderbar. Ich verwende vielleicht ein Beispiel aus meiner allerersten Forschungsarbeit. Das ist ganz lustig. Mein erstes Probiotikum, mehr als 25 Jahre her, war ja das Omnibiotic 6. Und dann hat damals, und das war eben auch fürs Immunsystem ganz klar, muss sagen, es hat mich auch zu einem gesunden Menschen gemacht. Also ich glaube, nach 2 Jahren war es so, dass ich seither keinen Schnupfen mehr gehabt habe. Ist gut, wenn man sowas sagen kann. Aber der wesentliche Punkt war, dass mich einer unserer Professoren dann darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, du hast ein tolles Team, aber das wird nicht nur aufs Immunsystem gehen. Wir wollen was anderes probieren. Und die 90er Jahre waren in der Medizin die Zeit der Mykosen, der Pilze. Ja? Pilze produzieren nämlich sogenannte Mykotoxine, also Giftstoffe, die wirklich ganz enorm sich auf den Organismus auswirken können, auch aufs Immunsystem. Und er hat gesagt, wir prüfen mal. Und dann hat er alle 6 Stämme von dem Omnibiotic 6 einzeln geprüft und hat gesehen, also der eine hat gar keine Wirkung auf den Pilz gehabt, der andere ein bisschen mehr, unterschiedlich. Und dann hat er die komplette Kombination aus diesen 6 geprüft. Und da war es so, dass man also wirklich zuschauen hat können auf der Agarplatte, wie diese 6, diese Kombination, dieses Team aus 6 Bakterienstämmen, den Pilz wirklich an den Rand gedrängt hat. Wow. Das war richtig toll zum Zuschauen. Vergesse ich in meinem Leben nicht, habe ich sogar dokumentiert mit Fotos, ja, weil ich fasziniert davon war, nämlich zuerst zu sehen, ja, auch die Einzelnen können was, aber das Team ist unschlagbar. Mhm. Ich glaube, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist, der hier die Erkenntnisse aus der Humanmedizin und mit der Wirtschaft verbindet. Und wenn wir das lernen, wie wir das machen, das ist keine einfache Sache, ja, aber dann schaffen wir es, dass es auch das Immunsystem von Unternehmen gestärkt wird. Wir haben 5, wir nennen es Vitamine, entdeckt, ja, die in ein Unternehmen die gesunde Unternehmen haben. Mhm. Ja. Und immer dann, wenn diese 5 vorhanden sind, geht es dem Unternehmen langfristig gut.
auch jetzt in so schwierigen Zeiten, ja, weil sie ständig dran sind, schauen so, was kann sein. Sie schauen voraus, sie planen in die Zukunft, sie bilden Szenarien und sie befassen sich damit. Ja. Und das im Team. Und das sagt, okay, der eine, der sieht in die Zukunft, der andere sagt, ich sehe das System, wie läuft's. Der dritte sagt, du, die Kunden sagen das, ja, da müssen wir aufpassen, dort gibt es eine Innovation, was tun wir mit dem, nicht? Das ist Teamarbeit. Ja. In Unternehmen gibt es halt dann unterschiedliche Abteilungen, je größer die Unternehmen werden, die sich darum kümmern, aber sie müssen miteinander. Ja, ja. Sie müssen miteinander und ich glaube auch, dass man sich gegenseitig sozusagen auch motiviert, mehr zu tun. Ich glaube, dass es mehr Spaß macht, miteinander zu arbeiten. Und ich darf das vielleicht gar nicht laut sagen, aber das Institut der Lausanne ist ja auch ein Great Place to Work. Ja? Und wer das schon mal mitgemacht hat, ist ein Riesenprozess und das geht wirklich nur über die Mitarbeiter, also da hat man selbst überhaupt nichts zu sagen dabei. Bei der Auswertung kam dann heraus, dass wir sozusagen Weltmeister in einem Bereich sind. Und was die Mitarbeiter so herausgehoben haben, war, dass wir haben unglaublich viel Spaß miteinander und bei uns gibt es die tollsten Feiern überhaupt. Okay, das ist wichtig. Total wichtig. Ja. Selbstverständlich. Ich sage immer, ich weiß noch heute, es gibt so tolle Bilder davon, wie wir erfahren haben, dass wir eben also Nummer eins in Deutschland sind, wo also wirklich dann so diese riesen Flasche Champagner gekommen ist und man wirklich so aus dem Mitten am Tag, ja, haben wir gesagt, okay, wir feiern jetzt. Ja, jetzt. Und da merkt man, das macht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, auch hier wieder, ich glaube, es ist gut, eine Kommunikation über Firmenthemen zu haben, aber ich glaube auch, dass es gut ist, die Kommunikation unter Normalzeiten auch aufrecht zu erhalten, auch über andere Themen, denn ich sehe das und das ist sehr spannend für mich zu sehen, auch in der Medizin. Wenn Zellen miteinander kommunizieren, ja, dann werden sehr früh kleine Schäden entdeckt. Und ich glaube, bei einem kleinen Schaden kann man das wirklich reparieren. Ja. Man kann diese eine vielleicht krebsinfizierte Zelle einfach herauslösen. Ja. Und es geht nicht weiter und weiter, sozusagen, weil es ist uns allen ganz klar, also bei uns wird im Moment sehr viel im Bereich Onkologie gearbeitet, weil man draufgekommen ist, dass diese ganzen neuen Therapien in der Krebstherapie tatsächlich nur funktionieren, wenn das Mikrobiom des Darms gut ist. Und ich habe natürlich viel auch damit zu tun, dass wir ja nach Operationen erst eingesetzt werden, ja? Wo man sagt, okay, jetzt ist es schon mal schief gegangen, ja? Prävention geht da gar nichts mehr, aber vielleicht können wir den Neustart ganz anders hinkriegen. Und zum Beispiel die Charité in Berlin war wirklich extrem begeistert, weil da waren wir noch gar nicht wirklich richtig, sozusagen in Deutschland so, hatten wir es noch nicht so durchgesetzt. Und die haben sehr, sehr früh begonnen, Antibiotik einzusetzen, zum Beispiel bei gynäkologischen Patienten, in drei verschiedenen Phasen. Und das war sehr interessant. Und denn da ging es, also die Patienten wussten in dem Moment, okay, ich habe einen Krebs und noch dazu, also an der Abteilung ging es wirklich um Leben und Tod. Da geht es um Eierstockkrebs und die Patientinnen, die das haben, die wissen sehr schnell, sie haben eine Chance, die nicht höher ist als 30%, das zu überleben. Ja? Und der Professor Seehuli, und der ist wirklich also weltweit der Spezialist dafür, der hat zu mir damals gesagt, Frau Magister Frauwall, ne? Ich glaube, dass Menschen mit einer Krankheit besser fertig werden, wenn sie psychisch dieser Geschichte etwas entgegenzusetzen haben. Das fand ich sehr interessant, weil er sagt, den Krebs, das ist zu spät. Heute kann ich da nichts mehr machen. Das heißt, mit Immunsystem stärken, da brauche ich Ihre Produkte nicht. Ja? Sondern
ich brauche das, was ich gelesen habe, und er hat einen Artikel von mir gelesen, da ging es um das, dass die Bakterien im Darm tatsächlich im Gehirn das auslösen, dass sie die Inflammation, also die Entzündung reduzieren und dann dafür sorgen, dass jene sozusagen Hormone auch tatsächlich zum Agieren kommen, die für gute Laune und guten Schlaf zuständig sind. Ja? Und was sich dann später herausgestellt hat, was wir damals noch nicht wussten, dass tatsächlich auch sozusagen die Zellen, die kognitiven Zellen im Gehirn aktiver werden. Wahnsinnig tolle Forschung, also ich war begeistert. Die machen das mit einem ganz speziellen funktionellen MR, wo man zuschauen kann sozusagen, wie die Zellen agieren im Gehirn. Phänomenal. Aber was es für mich so wesentlich gemacht hat, dass ein Gynäkologe sich Gedanken darüber macht, wie schaut es im Gehirn seiner Krebspatientin aus. Und die ersten Arbeiten, die wir dort gemacht haben, waren wirklich zu sehen, wenn die Diagnose kommt, die Patientin bekommt sofort ihr Omnibiotik, wie schaut das aus, in welchem Zustand kommt sie zur Operation? Und man glaubt nicht, das ist bereits innerhalb von 5 Tagen der Unterschied zu sehen gewesen zwischen jenen Frauen, die eben entsprechende Unterstützung hatten, wirklich, so blöd das jetzt klingt, aber von den Bakterien im Darm, um psychisch stabiler zu sein. Und die haben tatsächlich auch diese Phase bedeutend besser überstanden als Frauen, die das nicht hatten. Schon, ja, wahnsinnig toll, diese Zusammenhänge zu sehen. Ja, wirklich hoch interessant und zwar aus einem anderen, also aus folgendem Blickwinkel. Wenn wir sagen, ein Körper ist ein System, aber auch ein Unternehmen ist ein System, und ich komme auf das Wort Kommunikation, ja. Ein Faktor, ein Vitamin, das wir identifiziert haben, ist Kommunikation, also Communication mit C-Form. Ja. Und das ist wahrscheinlich, und wenn du von Krebserkrankungen sprichst, für Unternehmen in Zukunft, aber nicht nur für Unternehmen, sondern für die Gesellschaft, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben dürfen, damit das System zusammengehalten wird. Ja. Und ich rede jetzt, wenn wir von Wirtschaft reden, nicht von Kommunikation in Form von Werbung und PR, sondern ich rede von Kommunikation, die von draußen sozusagen vom Kunden, der mir sagt, ich habe hier ein Problem, bitte hör mir zu, was Kunden ja wenig tun, aber wir dort das umzusetzen und dann wieder hinaus zu transportieren zum Kunden. Das ist eine riesengroße Fähigkeit und wir orten hier die Funktion Kommunikation führt zu einer Integration der verschiedenen Teams und Fähigkeiten im Unternehmen zu einem Ganzen und das sind dann Organisationen, denen es gut geht und die auch für zukünftige Wirrnisse vorbereitet sind. Es ist hochinteressant, wie ihr das auch jetzt, wie du es geschildert hast. Ja. Kunst. Okay. Ja. Ja. Mhm. Kunst, aber wer es beherrscht, dem geht es besser. Ja. Ja, und ich glaube auch, dass das eine der wesentlichen Dinge für eine nachhaltig gesunde Entwicklung eines Unternehmens ist. Richtig. Denn das, was zum Beispiel meine Sorge immer war, wenn das Unternehmen dann plötzlich beginnt, richtig groß zu werden. Ja? Wenn du dann auf einmal eben nicht mehr in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu Hause bist, sondern du bist dann abends telefonierst du mit den USA und in der Früh mit China und ähnlichen Sachen. Das heißt also, wenn das Unternehmen zu schnell wächst, ja, dann ist genau das eine der Möglichkeiten, die Mitarbeiter sozusagen wirklich miteinander zu vernetzen. Integration, Kommunikation, nämlich auch, wie vernetzt du denn oder wie integrierst du denn die 50 Chinesen zu den 200 Österreichern? Ja? Das ist ja etwas, wo man schauen muss, wie gehen diese Dinge? Ja? Und da braucht man genau dieses einerseits
ein gesundes System, also ich sage immer wieder, deswegen ist für mich der Darm so wichtig, weil ich sage, ist hier im Zentrum des Körpers angesiedelt und ist diese zentrale Stelle. Aber Tatsache, müssen ja die anderen Organe drumherum auch funktionieren. Und das ist für mich im Unternehmen dasselbe. Ja? Es muss ganz prinzipiell einmal ein gesundes Unternehmen sein, das, wo die Organe sozusagen, das Marketing mit dem Vertrieb und der Vertrieb mit dem Export und so weiter, wo die miteinander wirklich kommunizieren. Ich glaube, wenn das funktioniert, dann schafft man es auch, hier gesund zu wachsen. Und wenn man das nicht schafft, dann ist man leider auf der Verliererstraße. Ja, okay, man kann halt dann vielleicht noch abgeben, seine Anteile oder sowas. Ich glaube, dass das überhaupt ein zentraler Punkt ist für die Wirtschaft in Europa. Wir wissen aus der Gallup-Studie, die jährlich gemacht wird, mit der Frage, wie hoch ist das Engagement von Mitarbeitern in Unternehmen, dass wir in Europa am vorletzten Platz vor Ostchina sind von 12 definierten Regionen. Also das heißt, wir haben offensichtlich hier bis auf wenige Ausnahmen ein richtiges Problem, weil wir offensichtlich in diesem Prozess, Mitarbeiter reinzuholen, sie richtig im Onboarding zu begleiten, dass sie Teil des Unternehmens werden, ein Problem. Ja? Und das Erschreckende ist, dass 10% der Mitarbeiter in Westeuropa sagen, wir sind engagiert, doppelt so viele sagen, wir sind aktiv destruktiv. Ja. Unvorstellbar. Also was läuft hier im System falsch? Ja? Mhm. Oder die Frage, wie es bei uns so schön oft im Volkstümlichen heißt, wo ist hier der faule Bacillus? Ja. Ja? Richtig. Wie geht ihr das an? Also ich würde es mal sagen, ich glaube nicht, dass wir das Ei des Kolumbus haben, aber wir versuchen es ganz intensiv über, sagen wir mal so, Freude miteinander. Ja. Bei uns ist Sport ein wesentlicher Punkt, du hast es ja schon gesagt, nicht nur, dass wir wirklich einige der absoluten Top-Sportler dieser Welt mit Omnibiotik versorgen und unterstützen. Wir versuchen auch im Unternehmen zum Beispiel Teams zu bilden, die Tennis spielen miteinander, die Marathon laufen gehen. Also wir machen zum Beispiel bei uns gibt es jeden Montag haben wir eine Yoga-Session. Ja, das sage ich immer aus hier. Das im Moment bei Corona nicht, da geht es also von zu Hause aus. Aber wir versuchen andere Dinge auch miteinander zu machen im Privatleben, weil wir glauben, dass dies einfach zur positiven Stimmung beiträgt. Weil wenn du weißt, okay, am Montag mache ich mit den Kollegen, die ich wirklich mag, Yoga und gehe dann vielleicht noch mit denen was trinken und am Mittwoch spielen wir Tennis und am Freitag laufen wir hier zum Mittag weg die nächsten 10 Kilometer gemeinsam und man nimmt Rücksicht aufeinander. Ich glaube, dazu braucht man einfach Leute, die auch das wollen, sozusagen alle mitzunehmen. Ich glaube, dass das sehr viel wert ist. Und wir versuchen etwas ganz wesentlich. Wir versuchen, Mitarbeiter in den Teams weiterzuentwickeln und ihnen auch den Wechsel zum Beispiel in andere Abteilungen zu ermöglichen, wo sie durchaus auch aufsteigen können und so weiter. Riesenvorteil, verbesserte Kommunikation wieder. Ja, aus Team A, der ist jetzt Teamleiter in B. Ja, bleibt natürlich sozusagen die alten Kommunikationswege auch gegeben. Und ich muss nicht unbedingt die haben, die weggehen. Ja? Das heißt, ich muss nicht in ein anderes Unternehmen gehen, um vielleicht was zu erreichen, sondern ich kann im eigenen Unternehmen wachsen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Effekt ist, warum Leute gerne bei uns arbeiten. Oder was wir auch immer wieder haben, die dann mal denken, na, ich muss weggehen, ich muss mir, vor allem die, die vielleicht direkt nach dem Studium zu uns kommen, ja, dann 5 Jahre da sind und sagen so, ich muss einmal ein anderes Unternehmen auch haben, auch wenn es mir hier gut gefällt, aber viele von denen kommen zurück. Machen dann so 1, 2 andere Unternehmen und klopfen dann halt wieder mal an und sagen,
Wie schaut es aus? Ich habe gesehen, ihr schreibt das oder das aus, das wird mir wieder gefallen. Und das ist für mich die Bestätigung. Und einer hat das vor kurzem ganz richtig gesagt, dass er meinte, du musst erst einmal weggehen, um zu verstehen, was du dort gehabt hast und jetzt nicht mehr hast. Ja, dann schön, dass die Türen bei euch offen sind für diese Leute. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ja, das glaube ich. Ich glaube, dass das wesentlich ist, um das zu erreichen. Und ich gehe jetzt wirklich von mir aus. Ich arbeite ja tatsächlich jeden Tag im Unternehmen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte wirklich gern durchgehen. Ja? Und wenn ich auf den Treppen Menschen begegne, dann möchte ich mich freuen, die zu sehen und nicht zu denken, oh Gott, und der ist auch noch immer da. Es ist ja doch so, dass ein gesundes System, ja, bitte jetzt das Wort nicht auf die Waagschale zu legen, Schädlinge abwirft. Oder? Die, die sich nicht wohlfühlen in einem System, die gehen ja von selbst. Ja, und die kommen dann auch nicht mehr. Nein, also das sehen wir natürlich auch und ich halte das auch für gut. Ja? Ich halte das auch für gut, dass jemand erkennt, so wie die arbeiten, das macht mir keinen Spaß. Ja? Also bei uns sollte man wirklich diese Freude an der Arbeit haben. Das fällt mir so oft auf, weil, das habe ich gehabt, daran, Sie wissen es nicht glauben, ich glaube sogar schon zweimal, wo Leute dann gekündigt haben mit den Worten, ich halte das nicht aus, dass hier jeder gut arbeitet und gern arbeitet. Wow. Das ist ja doof. Ja? Das ist höchste Kompliment. Unglaublich. Ja. Ich glaube, dort sollte man hinkommen. Ja. Dort müssen wir als Unternehmen hinkommen und jeden Tag darauf achten, dass das so bleibt. Ja. Weil dann haben wir auch keine Mitarbeiterprobleme. Ja, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn du gerne arbeitest, ja, dann glaube ich, macht das Leben wirklich Freude. Ja. Absolut. Und ich glaube, das sehe ich zum Beispiel so als meine Verpflichtung. Ich glaube, dass das als Unternehmer auch eine Verpflichtung sein sollte, Möglichkeiten zu schaffen. Also ich kann mich gut erinnern, ich sitze hier in einem relativen Neubau, der ist jetzt 3 Jahre, glaube ich, alt. Und als wir uns dazu entschlossen haben, neu zu bauen, das war gerade in einer Phase, wo wir stark expandiert haben. Das heißt, also Geld war jetzt nicht gerade das, was sozusagen in Bergen auf meinem Schreibtisch lag. Und da gab es dann 2 Varianten, sozusagen ein Ding möglichst so ein Büro neben dem anderen und wie die Rattenkäfige. Und dann habe ich einen anderen Vorschlag von einem Architekten bekommen und den haben wir dann auch umgesetzt, nämlich ein extrem offenes Haus mit einer riesengroßen, also wirklich gigantischen Wendeltreppe, die den Darm nach sozusagen fast sinnbildlich und wo Begegnungszonen da sind und wo wir tatsächlich auch, jeder hat Freiraum, ja, nicht sozusagen diese Lochgeschichte. Und es ist ganz interessant, wenn Menschen, die das Haus nicht kennen, unten reinkommen, dann hören unsere Rezeptionistinnen sehr oft das, was ist bei euch anders? Man kommt hier herein und hat das Gefühl, man steht in einer anderen Welt. Und ich glaube, wenn du das schaffst, dass das einer von außen spürt, dann spürst du das als einer von denen, die hier sind, auch. Ja? Und ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Absolut. Absolut. Ein 100%. Funktionierendes System. Ja, und interessant auch, dass du beschreibst, diese 2 Varianten, sozusagen der Nutzbau und der Bau, der dem Unternehmenszweck eine sozusagen Stärkung gibt. Das ist ganz, ganz ein interessanter Aspekt. Ja. Mhm. Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen, was wäre denn eine tolle Zukunft, wenn wir ans Immunsystem denken? Wo müsste man denn anfangen?
Ja. Ja, also Wo müsste man denn den Unterricht machen oder kann die Politik helfen, dass man sozusagen das Immunsystem der Bürger unterstützt? Ja, ich glaube, dass man das machen könnte. Für mich war das Schlimmste in den Corona-Zeiten des letzten Jahres, dass sehr stark das Thema Angst geschürt wurde. Ich schüre zum Beispiel in meinem Unternehmen niemals die Angst, dass ich jemanden entlasse, ja, oder dass jemand eben von uns gehen muss, sondern ich versuche immer, das Positive zu sehen oder das Positive dorthin zu zeigen und sagen, dort solltest du hinkommen, das ist erreichbar und so weiter. Und das Nächste, was dann war, es hat sich alles auf so Sachen konzentriert wie Mundschutz tragen und Abstand halten und auf die Impfung warten, weil dann sind wir im Reich der Seligen. Niemand hat Eigenverantwortung gefördert. Und ich glaube, dass wir alle Eigenverantwortung für uns tragen müssen in der Form, dass wir unser natürlich in uns gegebenes Immunsystem stärken, indem wir wirklich darauf achten, dass wir uns so gesund wie möglich ernähren, ja, auf Dinge wie Bewegung achten, aber auch darauf mal schauen, wie geht es denn tatsächlich meinem Darm? Ja? Muss ich mich genieren, wenn die Tür sozusagen, wenn ich irgendwo öffentlich aufs WC gehe und es stinkt, wenn ich dieses kleine Häuschen verlasse? Oder funktioniert mein Darm so, wie er sein sollte, dass wenn ich sozusagen einmal auf das Wasser gedrückt habe, dass kein Mensch mehr merkt, dass ich hier auf der Toilette war? Das heißt, für mich ist das ganz wesentlich eine natürliche Stärkung der Abwehrkraft. Ich glaube auch, wenn wir das in den Menschen für sich selbst forcieren, dann brauchen wir uns auch vor einer Zukunft mit starken anderen Ländern und starker anderer Wirtschaft nicht zu fürchten. Ja? Weil dann können wir uns selbst wirklich auf dieser Erde erhalten und tatsächlich auch noch stärken. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort und eine Einladung für alle, die diese Aufzeichnung sehen werden und hier interessiert sind dran. Ich glaube, schöner kann man es nicht sagen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch, ihr habt ja gerade das jüngste Produkt gelauncht, genau für den Nasopharynx, der ach so wichtig ist, hinter den Masken, ja, trotzdem wir Masken tragen sollen. Mhm. Ja. Ich wünsche euch allen erdenklichen Erfolg dabei. Danke. Gratuliere euch zu allem, was erreicht ist und wünsche euch ein starkes Immunsystem. Ja, das wünsche ich. Auf das ihr gesundheitlich und wirtschaftlich weiterhin selbst Freude habt und die Mitarbeiter Freude haben, in eurem Unternehmen arbeiten zu dürfen und die Menschen, die eure Produkte kaufen und konsumieren, dass die auch ein stärkeres Immunsystem haben. Ja. Vielen lieben Dank, Magister Anita Frauwallner. Es war eine Freude. Danke. Herzlichen Dank. Einen schönen Nachmittag noch nach Graz. Danke. Einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag, wo auch immer hin. Genau. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Gut. Baba.